Okay, Leute, willkommen zurück bei Spore. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Wir hatten das Tutorial. Wartet. So, also. Nein, so. Nein. Okay, also. Wir hatten das Tutorial fertig gemacht. Und jetzt müssen wir. Oder wir sind noch, glaube ich, im Tutorial. Aber hier steht Mission. Egal, auf jeden Fall haben wir die Mission, das Sonnensystem zu verlassen. Und das machen wir auch. Gut, das ist unser Missionsziel. Hier. Okay. Gut, dann fliegen wir mal dahin. Zoomen rein. Und gehen auf diesen Planeten. Ich erkläre mal kurz, was das hier ist. Also, dieser Planet ist in der Kreaturenphase. Glaube ich, ja. Und er hat eine Vegetation von T2. Das bedeutet, dass er bewohnbar ist, würde ich mal so sagen. T3 ist das Beste, T1 ist, glaube ich, das Schlechteste, oder T0 ist das Schlechteste. T1 ist so, ja, geht so. Gut, unser Schiffsradar hat etwas empfangen. Eine zerstörte Stadt. Oh mein Gott! Okay, wir zoomen mal was näher dran. Und jetzt müssen wir mit unserem Scanner das abscannen. Gut. Und, oh. Da sind Abwehrschiffe. Warnung, Eindringlinge der Grogs entdeckt. Alle Grogs-Eindringlinge werden vernichtet. Grogs. Initialisiere Selbstverteidigungscode GROX999. Alle GROX-Eindringlinge werden vernichtet. GROX, Warnung, alle GROX-Eindringlinge werden vernichtet. Zuletzt mal, wir sind keine GROX. Und dann muss ich diese Schiffe zerstören. So, ich nehme mal die. Damit ist das ein schöner Trick. Nämlich Verfolgungsraketen. Die können die Gegner verfolgen, was auch irgendwie Sinn macht. Und ich habe wieder irgendwelche Scheiße gelabert. Aber es macht Sinn. Okay, ich glaube, ich muss mal meinen Sound etwas. Ah, die Stimme lasse ich ganz. Okay, Musik. Okay. Okay, sonst drückt mir das die Ohren weg. Und, oh Mann, ich muss niesen. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Aber ich kann nicht immer niesfrei aufnehmen. Das müsst ihr auch mal verstehen. Und wir können leider nicht tauchen. Was schade ist. Und wir verlassen wieder diesen Planeten. Und fliegen wieder zu unserem Planeten. Und Sonnensystem. Wir haben nämlich jetzt die Mission erfüllt und können einen Bericht abliefern. Und ich werde die, warte. Sei leise. Ja, schön. Okay, also ich werde die Weltraumphase werde ich ganz spielen. Und sie ist sehr lange, also wird das, werden das viele Parts. Aber ich werde versuchen, sie richtig gut durchzuspielen. Also, Mission ausgeführt. Wir wussten, dass wir nicht allein in der Galaxie sind. Spüren, das sind auch wieder, so wie in Alone in the Dark, sind hier diese Ü-Striche. Nee, doch nicht. Ach, das ist... Ah, okay. Sorry, Leute. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Mann, dumm. Also, Spuren einer untergegangenen Zivilisation, feindlicher Sicherheitsdrohne und die Grogs. Es ist offensichtlich, dass wir Forschung der Galaxie weiterführen und uns auf mögliche Feindseligkeiten vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasis. Okay. Unsere Wissenschaftler sind bereits dabei, einen interstellare Antrieb zurückzuentwickeln. Aha, also wollen die sich zurückentwickeln. Den interstellaren Antrieb. Okay. Außerdem haben wir für dein Schiff ein SET-Gerät
SETI-Gerät entworfen. Es fängt Signale anderer intelligenter Wesen in der Galaxie auf, wenn du Sterne damit anvisierst. Okay, Captain, wir brauchen dich im Cockpit unserer Raumfahrtprogramm. Okay. Okay, jetzt haben wir hier so ein Kolonie-Set bekommen. Damit können wir Kolonien auf Planeten schießen. Hört sich komisch an, ist aber so. Und wir reparieren uns mal kurz. Mal gucken, ob wir irgendwas handeln können. Nee. Hier sind Gewürze. Die roten Gewürze sind eigentlich, die gibt's eigentlich überall. Also sind jetzt nicht so selten. Und das ist ein T1. Mal gucken, wie es darauf aussieht. Also dieser Planet ist T3. Da sind auch die meisten mit Zivilisationsphase und so. So, und ich trinke kurz was. Also T1 ist so, da gibt es eigentlich nicht viel drauf. Da gibt es nur so kleine Sträucher und sowas. Aber später können wir auch noch die Planeten gestalten, dass sie irgendwie T2 oder so werden. Ihr seht auch hier, ist eigentlich nicht sehr viel. Gibt es ein paar kleine Sträucher. Gibt es eigentlich keine Tiere, nur irgendwie sowas. Aber wir können scannen. Mit scannen halten wir hier so Einträge. Ist ganz lustig. Hier können wir nichts mehr scannen. Das können wir auch nicht scannen. Ja, dann werden wir hier mal die Kolonie drauf schießen. Oh Gott, ist die. Wenn das Teil blau ist, dann können wir da das darauf schießen. Aber es scheint kein geeigneter Platz zu sein. Weil die Kolonie ist ja auch ganz schön groß. Hier könnte was. Nein, hier ist kein Platz. Das ist auch viel zu groß. Das ist groß genug. Hallo? Ich mach mal so, vielleicht wird es ja irgendwo blau. Nee. Okay, hier scheint kein geeigneter Ort für eine Kolonie zu sein. Was sehr schade ist, weil ist ein genauer Nachbarplanet. Ist da? Nee. So ein Planet hat T0, werde ich auch jetzt zeigen. Also ist T0 das tiefste. Da ist dann, da ist dann gar nichts. Also, da gibt es hier Stürme und alles. Ist ganz schön animiert hier. Wie ihr seht, hier kommen so Sachen raus. Also, diese Planeten kann man noch umgestalten. Also, dass man in die richtige Sachen rankommt. Dass die T1 oder T2 werden. Können wir da Bäume pflanzen und so. Ist ganz interessant. Also, ist ganz gut gemacht. Gut, also genug erklärt. Jetzt suchen wir einen geeigneten Planeten. Ich denke mal in einem anderen Sonnensystem. Gut. Hier ist eine andere Zivilisation. So. Glaube ich. Oder? Okay. T0. Also die grünen Spuren, hat der Bildschirm gerade erklärt, sind leichter umzugestalten. Dass sie, das geht dann schneller. Der Planet ist jetzt recht gut zum Umgestalten. Hat auch irgendwie nicht so Stürme oder so. Aber man sieht hier schon, ist sehr von Meteoriten befallen, sieht man an den schwarzen Flecken. Und es sind schon ein paar Gasdinger da. Also wenn man davon getroffen wird, dann kriegt man halt Schaden. Okay, aber hier werden wir eine Kolonie drauf machen. So, die Kolonie hat, ich lasse erstmal diesen Text auf. So, also, die Kolonie, hat so ein Kraftfeld, dann kann die von nichts erwischt werden. Also hat eine stabile Atmosphäre und so. Können die Sachen, und wir können natürlich hier alles bauen. Und, aber dafür müssen wir hier den Terra-Score erhöhen. Das ist der,
Also, dass hier Bäume drauf sind und so, dann können die das erst richtig zivilisieren. Gut. Und, aber da wir nichts davon haben, aber wir können hier Handel treiben. Aber er hat nichts. Mist. Ach Mist. Nee, wohl. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt einen neuen Planeten, können wieder zurückgehen und unsere Mission ist beendet. Gut. Ich habe Gewürze gesammelt. Jetzt habe ich schon drei. Okay. Finde ein außerirdisches Reich. Das mache ich natürlich. Aber zuerst werde ich mich aufladen und gucken, was die so haben. Okay. Also wir schalten Teile frei, wenn wir hier diese roten Dinger da, ach Mann, gemacht haben. Ich versuche mal mit Escape aus dem Menü zu gehen. Okay, wir hatten doch irgendwas bekommen, glaube ich, womit wir anderes. Nee, hat man nicht. Ach, schade, okay, dann fliege ich einfach mal rum. So, noch nichts gefunden. Wir werden uns viele Verbündete machen. Hoffentlich. Also ist manchmal schwer, Verbündete zu suchen. Okay, hier ist noch nichts. Hier, ah, hier ist was. Cool. Dann haben wir eine außerirdische Rasse gefunden, die auch. Und die ist gut. Oh ja. Ein Verbündeter. Gut. Und coole Schiffe haben sie auch. Gut, dann werde ich mal in Kontakt treten. Und, aber sie sehen nicht sehr gut aus. Okay, also ich gehöre zur Ektoslicer-Spezies. Ich komme in Frieden. Wesen deiner Großartigkeit, dem ich sehr großartig gesinnt war. Ja, werde ich natürlich. Oh Gott! Oh. Das lade ich gleich in meinen anderen. Oh ja, das ist natürlich gut hier. Hier seht ihr, man kann. Hier sind die wohl sehr, sehr selten. Und so kann man ganz leicht sehr viel Geld verdienen. Also man kann auch manchmal 100, 1 Million von Credits haben. Okay. Aber. Ach. Falsch. Okay. Diplomatie. Wir müssen ein bisschen. Also die sind komplett freundlich. Ach, da war ich ja schon. 100.000 ist ein bisschen viel.